Hallöchen, liebe Leute, und Da herzlich bin willkommen ich. hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Zeit für Freunde mit unserer lieben Lea und unserem neuen Hausgast. Unser neuer Hausgast. Wir haben einfach, ja, wir haben es geschafft sozusagen. Also, er hat sich von der lieben Mila getrennt und, ja, nun ist er bei uns eingezogen mit dem kleinen Fabian, der sein Kind ist. Damit, ja. Oh mein Gott. Damit sie halt nicht dann da wohnen müssen. Und er hat für seinen Sohn gekämpft. Der konnte ihn mitnehmen. Hat gesagt, okay. Und er konnte den Kleinen mitnehmen. Mila hat das dann nicht mehr interessiert. Und ja, jetzt sind wir hier halt gelandet. Sind wir einfach mal hier gelandet und mal schauen, wie das mit denen wird. Die beiden sind echt hellwach. Es ist, wenn wir mal so nett sind und was Leckeres kochen. Oh, wir können nämlich sehr viel machen. Mainstone. Chili, samige Muschelsuppe. Machen doch einfach mal einen leckeren Apfelkuchen und machen dann auch vielleicht auch noch ein leckeres Frühstück oder sowas. Brathähnchen, Thunfisch. Machen noch ein leckeres Omelette. So, dann kochen wir die beiden Sachen mal. Damit, setzt du dich dahin. Ja, gut. Ich möchte mich jetzt ein bisschen gastfreundschaftlich zeigen. Und koche er dann mal was. Ein Gourmet-Menü müssten wir theoretisch auch noch zubereiten. Oh, der kann sogar eine mehrstöckige Torte. Wie cool. Oh, Tiramisu. Dann machen wir nochmal Tiramisu. Dann kochen wir ihr jetzt einfach ein bisschen was Leckeres dahin. Sind mit unserer Feinschmecker-Kochfähigkeit auf Level 5. Und mit der Kochfähigkeit sind wir auf Level 10. Also wir haben echt, wow. Du machst doch, ach okay, du machst ja Kuchen gut. Och nee. Jetzt sind wir hier gelandet. Jetzt sind wir einfach hier bei unserer Ex gelandet, weil wir sonst niemanden haben, wo wir wohnen könnten. Oder? Also niemand, mit dem wir echt gut befreundet sind. Wir hätten zu unserer Kollegin Gina, aber ich möchte ja mit meiner Kollegin nicht wohnen. Und ja, mit Jade hatten wir ja auch was, aber da könnten wir auch nicht hin. Und sonst ist momentan sie die Einzige, wo wir hätten hingehen können. Sie ist echt die Einzige, wo wir momentan hätten hingehen können. Und wir mussten einfach raus. Ich konnte doch jetzt nicht weiter dort bleiben. Das ging ja nicht. Wir hätten ja noch nicht... das geht nicht. Da mussten wir ihm jetzt mal... Ah, das ist eine doofe Situation, aber wenigstens habe ich meinen Sohn halt bei mir. Ach Mensch. Ach, der tut mir ein bisschen leid jetzt. Der hat sich jetzt von seiner eigentlichen Verlobten, hat er sich jetzt getrennt. Das musste bei seiner Ex unterkommen erstmal, weil er sonst nicht wusste, wo er hin sollte. Und jetzt das. Jetzt kochen wir für sie einfach was Leckeres, damit wir uns nicht allzu schlecht fühlen. So, leckeres Omelette. Bumm, gemacht. Dann machen wir noch mal ein leckeres Tiramisu. Einfach lecker essen. Wenn sie dann aufsteht, dass sie dann genüsslich frühstücken kann.
ein Lammkarree können wir jetzt machen. Oh, wie cool. So. Dann machen wir das mal auf. Und dann haben wir hier nämlich das Omelett. Stellen wir dann mal hier hin. Ah, sehr lecker. Und dann können wir nämlich zum Essen rufen. So, ihr könnt nämlich jetzt kommen und wir futtern. Ich habe zwar nicht großen Hunger, aber ist auch in Ordnung. Mein kleiner Mann sollte wenigstens was frühstücken. Ist zwar mega früh eigentlich, also zu früh für ihn. Dafür, dass er nicht zur Schule muss. Aber ich kann ja gleich nochmal ein Nickerchen machen. So, dann gehen wir mal. Kann man das da nicht? Das ist, als wenn man das hätte hinlegen können. So, wir machen jetzt erstmal noch ein. Unser Junge hat ja auch noch bald Geburtstag. Wir werden dann noch bald zu einem Teenager. Müssen wir uns auch noch eine Geburtstagsfeier überlegen. Wie schmeiße ich denn hier mal so ein bisschen? Ibarra? Wigtau! Super Fuel! Ganz komische Situation. Ganz seltsame Situation. So, wir frühstücken dann in Ruhe. Und dann müssen wir nämlich noch einmal Essel kochen oder nochmal den Weltraum erkunden, bevor wir nämlich zur Arbeit müssen. Ja, Hans zeigt sich jetzt mal von der besten Seite. Und nicht aufräumen. Nein, nicht aufräumen. Nein, du räumst es nicht auf. Stell's wieder hin. Stell's wieder hin. Brave Hans. So. 30 Simoleons. Ja, wir sind jetzt mal so lieb und machen jetzt sogar noch das hier. Und oh mein Gott. Wir sind jetzt super. Super. Lammkarree. Oh, komm, machen wir Lamm. Machen wir jetzt nochmal ein Lammkarree danach. Wir kochen und kochen und kochen und versuchen sie jetzt einfach, uns bei ihr zu bedanken. Und sie, ja, sie sieht ihn und ist leicht total wieder flirty. Sie ist total verknallt in ihn. Es ist so schön, dass er auch einfach wieder hier ist. So, dann räumen wir nämlich hier noch ein bisschen auf. Kochen, räumen auf. Und der Junge muss doch eigentlich zur Schule. Nee, der muss noch nicht zur Schule. Ach, er hat sich jetzt. Ach, gut. Das brauchst du nicht machen, mein kleiner Schlaflieber. So, und du gehst jetzt ab ins Weltall. Du musst deinen Job nachgehen. Welche Karriere bist du denn jetzt? Ach, Koch. So. Du bist erst auf Stufe 8. Aber du könntest ja jetzt auch bald befördert werden. Ach, mein Gott, das ist ein kleines Schiff. Lea beißt gerade in ihre Astronauten-Eiscremeschnitte, als sie ein kleines Raumschiff entdeckt, das ihrem Schiff Zeichen zu geben scheint. Steckt da jemand in Schwierigkeiten? Lea wird sich das näher ansehen. Ach, du wischst es jetzt doch auf. Weltraumduell? Als Lea näher kommt, entdeckt sie, dass es sich um ein Alien-Raumschiff handelt, das von einem dreieugigen Alien mit 16 Fangarmen gesteuert wird, der viel zu breit grinst, um wirklich in Schwierigkeiten zu sein. Er behauptet, der beste Kämpfer im ganzen Universum zu sein und fordert Lea zu einem Duell um eine fette Belohnung heraus. Soll sie annehmen? Oh, nicht. Machen wir es aber mal. Kannst du mich noch weiter aufwischen? Ich wollte nur, dass du auf die Toilette gehst. Lem Tim Yanabi. Duell. Kein Weltraumduell gleicht dem anderen und dieser Alien scheint einen Plan zu haben. Er schwingt seinen Fangarme, zischt in Richtung Horizont und richtete seine
richtet sein Kampfschiff auf Leia. Leia tut es ihm gleich, macht eine Pause und dreht dann wieder ab, um das Alienschiff anzugreifen. Das Duell ist eröffnet. Das könnte, glaube ich, schief gehen. Ich habe Angst um mein Raumschiff. Ich habe sehr Angst um mein Raumschiff. Oh, Lamkare, ausgezeichnet. Nicht so gut gelaufen. Leia benutzt ihren Überwachungsangriff, um den ersten Treffer zu landen. Aber dann geht es nur noch abwärts. Wichtiger Hinweis, kämpfe nie gegen einen Alien, der 14 Hände mehr hat als du. Der mehrhändige Außerirdische feuert eine Salve Schüsse ab und nach dem Qualm und den Alarmlichtern zu urteilen, würde das Schiff von Leia getroffen. Er soll sie sich zurückziehen oder kämpfen, um erneut Boden... Wir hauen ab. Weg damit. Keine Ahnung, was das ist, aber... So. Dann setzen wir uns... Enttäuscht bietet der Alien Leia ein paar Schrottteile ihrer Waren an, wenn sie dafür zurückkommt, um sich mit ihm zu duellieren. Da Leia weiß, dass ihr Schiff nicht gut genug ausgerüstet ist, um gegen diesen Hitzkopf zu bestehen, nimmt sie den Schrott an und verspricht zurückzukommen, sobald sie ihn gegen ein paar wesentliche Verbesserungen eingetauscht hat. Erleichtert lenkt sie ihr Schiff in Richtung Heimat. Weltraumschrott gefunden. Cool. Reden wir ein bisschen mit unserem Sohn. Cool. Und sie ist schon wieder nackig. Warum bist du mal nackig, wenn du nach Hause kommst? Zieh dir was an. Danke. Was ist, wenn wir das einfach mal Kraftstoffspeichertank erweitern? Es kostet nur 700, oder? Landestabilisiert. Dann machen wir lieber das, bevor es wieder kaputt geht. Oh, Rosper. Rabatz zu bereiten. Der macht sich jetzt erstmal einen Drink. Drink. Oh, Mineralwasser. Du werkelst da ein bisschen rum. Du hast nämlich noch 5 Stunden, bis du endlich zur Arbeit musst. No. Es ist echt schon seltsam, dass der Ex bei uns wohnt und wir nicht wirklich mit ihm zusammen sind. So, du frühstückst schön, das ist gut. Kannst du eigentlich noch ein bisschen, diesen Kinderkanal gucken, Between TV oder so. Oh, und er hat morgen auch noch Geburtstag. Ganz schlimm. Ah, wir kriegen pro Person 10 Simoleons, habe ich das Gefühl. Du bist wieder neugierig auf Gruppen. Hast doch eigentlich, warst du mit den Mädels mal unterwegs? Dass sie was von Jade will, das verstehe ich nicht. Friendship gefeiert. Basi Jasper. Zirpa Jobi. Galmu Klavi. Schumba Sugo. Alles ist süß, dass die beiden sich so gut verstehen. Ephedroi Yambara. Oh, Buddies. Lar Noah. Luca. Abo. Diablo Frawlers. Ach, und vielleicht auch ein paar Informationen für die, wie in dem Kinderzimmer des Warpack. Möglicherweise hier in diesen Sachen oder so, wenn man halt mit den Kindern ist, da kann man nach weggeworfenem Spielzeug suchen. Möglicherweise findet man dann Spielzeug oder man findet dann diese Booster-Packs-Karten, mit denen man halt da spielen kann. Und die kann man auch leveln und so, also, und es gibt auch echt eine Story dazu. Wenn ihr wirklich das Pack habt und ihr dann 2 Kinder gegeneinander spielt, dann klickt einfach mal auf die Karte, die in dem Ding halt drinnen steckt da. Und dann könnt ihr halt, Karte lesen und dann steht da Information, zu dem Wesen, was ihr da gerade habt. Ist echt ganz interessant, also das habe ich erst im Nachhinein dann erfahren und gesehen, aber, Oh, du hast einen kleinen Roboter gefunden. Nee. Ein Waffelhorn.
Apfel hören das Einhorn-Lama. Perfekt, dann können wir doch einfach hier ein bisschen damit spielen. Wir haben hier noch 2 Stunden. Verbesserung fertig, ja. So muss das sein, so muss das sein. Springen wir nämlich noch ein bisschen ins Bett und schlafen, bis wir zur Arbeit müssen. Oh, wie süß. Simba Wand, Shupaza Essenoi, Frip Bisha, Quaba. Irgendwie hängt das zu hoch. Aber da, oh, egal. Ah, das irgendwie, das hat mich gerade so ein bisschen gestört. Ja, du hast nicht viel Zeugs hier. Das tut mir auch wirklich leid für ihn, dass er echt nicht so viel Zeugs hat. Aber sie sind ja auch nur vorübergehend hier. Und ich suche mir für ihn, für die beiden eine neue Wohnung. Obwohl, ja, es ist echt schön, dass unser Ex wieder da ist, weil wir können wieder mit ihm zusammenkommen. Er hat ein Kind, wir können eine Familie sein. Und das ist ja das, was wir uns ja momentan am meisten wünschen. Einfach eine Familie zu sein. Es wäre doch, es wäre perfekt, wenn er einfach hier bleibt mit dem Kleinen. Und wenn wir einfach das Kinderzimmer schön einrichten und alles. Das wäre genau das, was wir uns ja immer gewünscht haben. Wir haben uns ja eigentlich auch gewünscht, wieder mit ihm zusammenzukommen. Wir haben es ja so oft probiert und er ist dann irgendwann auf uns zugekommen und es ist ja besser geworden. Nur, ja, wir haben auch noch Gefühle für Maurice. Das ist so eine Sache. Ist leider so eine Sache. Ach, Mensch, das ist so schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach. Sollen wir ihm eine Wohnung suchen, damit er irgendwo wohnen kann mit dem Kleinen? Soll er erstmal hier bleiben? Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Am liebsten würde ich ihn einfach hier lassen. Am liebsten würde ich ihn hier lassen, um einfach ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Also noch ein bisschen. Damit wir Zeit mit ihm verbringen können, ihm vielleicht wieder näher kommen können und vielleicht entfacht ja unsere alte Liebe wieder. Das wäre ja das, was ich mir eigentlich am liebsten wünschen würde. Aber ich mache jetzt auch hier an dieser Stelle schon einen Cut. Ich habe Leute heute nicht so ganz viel Zeit, aber naja, sind auch nur so ein paar Minütchen oder so, die dann fehlen würden. Ihr könnt mir auch wirklich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet, dass der jetzt erstmal eingezogen ist. Ob ihr das so gut findet, ob ihr sagt so, was hast denn du da gemacht? Geht ja gar nicht. Mach das wieder rückgängig. Lass ihn wieder mit dir, mit der Mila zusammenkommen, dass er wieder da lebt. Der soll weg, oder lass ihm ein eigenes Haus schaffen, dass er da wohnt und dass er nicht hier ist, sondern wir wollen Lea nur alleine sehen. Schreibt mir das wirklich alles in die Kommentare. Eure persönliche Meinung, ist es egal, wie hart sie ist, schreibt sie rein. Ich möchte Feedback von euch bekommen, wenn es negativ ist, ist es halt negativ. Ist halt so. Wenn ihr Ideen zu der Story habt, alles Mögliche, sagt es. Also schreibt es alles rein. Also ich finde das super, wenn ihr Ideen habt und es einbringen wollt. Das ist ja auch mein Ziel, wirklich in mein Let's Play eure Ideen einzubringen. Und das ist ja das, was ich gerne möchte, dass wir zusammen einfach eine super coole Geschichte einfach gestalten können. Und da bin ich dann für jeden Hinweis und allen möglichen bin ich dankbar, wenn da was kommt, um das irgendwie einzupacken. Auch jetzt ganz unterschiedliche Ideen, dass man kann es ja alles irgendwie verpacken. Irgendwie geht das ja, man findet einen Kompromiss. Ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge am nächsten Samstag erst wieder. Aber sonst schaut auch gerne am Montag bis Freitag mein The Sims 4 Let's Play oder halt auch am Mittwoch spätabend dann noch meine Asylum Challenge. So wie ich sie gerne nenne, Asylum Challenge. Schaut da auch rein, ist auch sehr lustig und ein bisschen crazy. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis dahin. Ciao, ciao.